Hallo liebe Leute, in diesem Video möchte ich mit Vorbehalt begründen, warum ich den Beschluss zur Auflösung des Flügels der AfD vom Bundesvorstand für strategisch katastrophal halte und auch für rückgratlos halte und das auch bei den Leuten so ankommt, sowohl bei den AfD-Wählern als auch bei den anderen Leuten. Ich sage unter Vorbehalt, weil falls es aktuelle Entwicklungen gegeben hat, unter denen die Auflösung zu verteidigen ist, dann nehme ich das zurück. Damit meine ich zum Beispiel diese Spendenaffäre, die es angeblich geben soll. Wenn es tatsächlich neue Gründe gibt, wo man sagen kann, okay, jetzt ist die Lage plötzlich anders als vor einem Jahr, dann kann man das vertreten. Aber wenn sich nichts Entscheidendes im letzten Jahr verändert hat, dann halte ich die Entscheidung für eine Katastrophe. Weil dadurch hat man den Frame der Altmedien und Altparteien, die andauernde Hetze gegen Höcke und gegen AfD-Wähler, damit hat man sie vollends bestätigt, im Auge des Bürgers. Jetzt geht es erst richtig los. Jetzt wird gefordert, Höcke muss aus der Partei raus, Kalbitz muss aus der Partei raus. Jetzt wird alles viel schlimmer werden, als es vorher war. Weil jetzt steht man wackelig da, jetzt steht man ohne Rückgrat da. Weil jetzt ist natürlich die Frage, warum hat man nicht schon viel eher Höcke rausgeschmissen? Warum hat man, wenn man es jetzt schlecht findet, warum hat man es dann so lange toleriert? Die AfD muss sich überlegen, wofür sie steht und was demokratisch ist. Sie müssen es selbst entscheiden und beurteilen. Und vor einem Jahr gab es ein Gutachten, nachdem das überzogen ist, diese Forderung vom Verfassungsschutz, dass sie politisch motiviert ist, dass es keinen richtigen Grund gibt, die AfD oder den Flügel zu beobachten. Wenn die AfD diese Position damals vertreten hat, dann muss sie sie auch jetzt vertreten. Dann darf sie nicht einfach irgendwelchem öffentlichen Druck nachgeben, sondern muss ihre Position verteidigen. Und das kann man meiner Meinung nach auch sehr leicht verteidigen. Und damit wird die AfD gespalten. Und das ist genau das Ziel, das die Altmedien und ihre Parteien, was sie haben. Ich sage ihre Parteien, weil es mittlerweile eindeutig ist, dass die Medien den Kurs der Parteien vorgeben durch Belohnung und Bestrafung in den letzten Jahrzehnten. Ich denke, dass in Wahrheit die Altmedien oder wer auch immer dort Einfluss hat, dass sie in Wahrheit die Mächtigen im Land sind, weil sie durch ihre Berichterstattung die Bürger manipulieren können. Natürlich, der Bürger lässt sich manipulieren, aber durch ihre Manipulation haben sie die Macht in der Hand. Sie können sagen, hier, wenn du das machst, dann sind wir nett, dann berichten wir nett über euch. Dann stellen wir euch nette Fragen. Wenn ihr das nicht tut, dann, tja, dann nicht. Und dann seht ihr, was passiert mit der AfD. Oder mit der Werteunion oder mit wem auch immer. Was will man dem argumentativ entgegnen? Dann kann man jetzt sagen, ja, wir lösen den Flügel auf, aber wir stehen eigentlich trotzdem zum Flügel. Das kommt nicht glaubwürdig rüber. Letztes Jahr gab es ein Gutachten von Dietrich Murswiek, in dem dargelegt wird, dass das Vorgehen des Verfassungsschutzes, dass es nicht redlich ist, dass es politisch motiviert ist. Dazu muss die AfD jetzt stehen. Und deswegen darf sie sich durch den Verfassungsschutz, es darf auch nicht der Eindruck entstehen, dass man sich durch den Verfassungsschutz erpressen lässt, den Flügel aufzulösen. Weil wenn man das tut, dann gibt man dem Verfassungsschutz recht. Und dann bestätigt man den Frame, dann macht man den Frame der Altparteien ganz stark. Und diesem Frame muss man widersprechen. Und ich frage mich auch genau, da fragt man sich natürlich auch selbst, glauben die eigentlich daran? Glauben die eigentlich, dass der Flügel, dass das verfassungsgemäß ist? Und ich kann nur sagen, ich glaube daran. Ich selbst teile nicht zu 100% sehr migrationskritische Ansichten des Flügels. Ich selber bin in einem Teil des Landes aufgewachsen, wo es relativ viele Migranten gibt. Und ich habe viele Freunde mit Migrationshintergrund. Ich bin auch eigentlich nicht migrationskritisch eingestellt. Ich bin vor allem gegen unkontrollierte Migration. Dagegen bin ich sehr kritisch eingestellt. Das darf nicht passieren. Ich kann aber auch migrationskritische Meinungen völlig akzeptieren. Und es kann nicht sein, dass wenn jemand migrationskritisch ist, wenn er einfach der Meinung ist, dass er Leute nicht hier haben will, von anderen Kulturen, dass man ihn mit Adolf Hitler gleichsetzt. Als Vergleich einmal, ich schmeiße eine Party und ich lade nicht jeden ein. Nur weil ich gewisse Leute nicht einlade,
heißt das nicht, dass ich sie für böse halte und dass ich sie umbringen will. Und genauso ist es mit der Migration auch. Nur wenn man jetzt Leute nicht in Deutschland haben will, lässt sich nicht die Schlussfolgerung machen, nur weil ich sie nicht hier haben will, will ich sie umbringen. Und diese widerlichen, unanständigen Schlussfolgerungen machen die Altmedien und die Altparteien die ganze Zeit. Diese ganze Adolf Hitler, Höcke, AfD, Nazi, dieses Ganze, das kommt aus irgendwelchen halbgaren Schlussfolgerungen. Sie nehmen irgendwelche Zitate und dann schlussfolgern sie daraus, dass die AfD eigentlich, dass es die Nazis sind. Und die AfD muss darlegen, dass das vollkommen unzulässig ist, diese Schlussfolgerung zu machen. Aus irgendwelchen migrationskritischen Meinungen abgeleitet. Oder aus irgendwelchen Vokabeln abgeleitet, die wir sprechen nun mal Deutsch. Und die Nazis haben nationalromantische Vokabeln benutzt. Und wenn jetzt Höcke auch Nationalromantiker ist und ähnliche Vokabeln benutzt, dann daraus den Schluss zu ziehen, dass er Menschen umbringen will, das ist absolut unzulässig. Und das ist undemokratisch und das ist Hetze. Und das muss die AfD darlegen und darf sie erst recht nicht, jetzt nachdem der Verfassungsschutz den Flügel beobachtet, politisch motiviert, nach einem Gutachten der AfD von letztem Jahr, wenn sich nichts geändert hat, dann muss sie weiter dazu stehen und muss sagen und muss dann eben vor dem Bundesverfassungsgericht klagen, wenn da irgendwelche Dinge schieflaufen. Und vor allem darf es nicht so aussehen, dass sich die AfD da irgendwie einschüchtern lässt. Die AfD wird jetzt in Talkshows einen umso schwereren Stand haben. Weil jetzt können sie mit der Tür einfallen und sagen, ja, ihr müsst Höcke ausschließen. Ihr habt schließlich auch den Flügel aufgelöst. Wenn ihr den Flügel auflöst, dann müsst ihr auch jetzt die Leute rausschmeißen. Das ist für mich eben ein fehlendes Rückgrat. Die AfD, die Leute müssen sich mal überlegen, was wollen sie, zu was stehen sie? Und wenn sie vor einem Jahr zum Flügel gestanden sind, dann müssen sie auch jetzt zum Flügel stehen. Dann können sie nicht einmal sagen, einmal Hü und einmal Hot. Das geht einfach nicht. Das ist eine Katastrophe. Was mich auch gestört hat, ist, dass man im Internet überhaupt nichts darüber finden kann. Über irgendwelche Gründe zu dem Beschluss. Ich habe bei Google was eingegeben, habe eigentlich nichts gefunden, außer irgendwelchen Tagesschau-Hetzzeilen. Aber auch wenn ich auf die Homepage gehe, dann sehe ich eigentlich auch fast gar nichts. Die AfD muss an den Altmedien vorbei, muss ihre Entscheidungen verkünden und begründen. Mir fehlt jetzt eher eine ausführliche Begründung, warum hat man das so entschieden. Diese Begründung, die muss sofort kommen. Es ist jetzt ja schon Samstagabend und Freitagabend kam die Entscheidung. Da muss man am besten schon vorher in was vorbereiten. Entweder einen Text oder am besten ein Video. Kann man sich doch mit schnell ein Video drehen und hochstellen, YouTube-Link machen auf der Homepage. Das muss sofort auch den eigenen Mitgliedern erklärt werden, weil das ist auch eine Demotivierung schlimmsten Ausmaßes der eigenen Mitglieder. Wo der Flügel, wo ich glaube, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich glaube von dem Flügel, von den Leuten, die sind sehr motiviert und da geht eine große Kraft davon aus. Und jetzt das aufzulösen, nur weil irgendwer Druck macht, das geht nicht. Wenn man früher dazu gestanden hat, dann muss man auch jetzt dazu stehen. Und das lässt sich auch ganz leicht begründen. Die Unausgewogenheit muss auf den Tisch gebracht werden. Die Linken, die können erfordern, dass jemand erschossen wird. Dann sagt man die Katja Kipping schnell Entschuldigung, dann kommen keine Nachfragen. Nochmal kurz sagen, Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution. Und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Ich muss sagen, wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein. Die dürfen alles machen. Da kommt dann kein Verfassungsschutz und der hätte eigentlich natürlich zurücktreten müssen. Wenn jetzt irgendwie ein AfDler das gesagt hätte, dann wäre klar gewesen, der muss als Parteivorsitzender zurück, der muss aus der Partei geschmissen werden. Und man sieht Rieksinger, es ist gar nichts passiert. Katja Kipping sagt, ja, es war ein bisschen blöd. Und das war's. Und dann kommt dann keine Rückfrage. Und das alles muss die AfD auch mal selbst analysieren. Die anderen wollen die AfD mit allen Mitteln vernichten. Und entscheidend ist, sie müssen es dem Bürger verkaufen können. Der öffentliche Frame ist entscheidend. Es ist natürlich juristisch, ist das auch wichtig, aber genauso wichtig ist es, was akzeptiert der Bürger? Wie ist der öffentliche Frame? Und jetzt ist der öffentliche Frame gegen die AfD verschoben worden. Und die AfD hat das bestätigt.
dadurch, dass sie den Flügel geschlossen hat. Und jetzt brechen wahrscheinlich alle Dämme. Jetzt kommt die Forderung Höcke aus der Partei raus. Und was wollen sie denn jetzt sagen? Sie haben den Flügel dicht gemacht. Wie wollen sie das denn jetzt begründen? Also entweder sie müssen für die Leute stehen oder nicht. Das müssen sie sich aber irgendwann mal überlegen. Das können sie nicht einfach dann so auf Druck dann so wie so eine Fahne im Wind dann dem Druck nachgeben. Das geht überhaupt nicht. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Entwicklungen, über die ich nicht informiert bin. Vielleicht gibt es ja doch irgendwelche ganz neuen Gründe, den Flügel zu schließen. Und ich bin darüber nicht informiert. Dann nehme ich meine Analyse zurück. Aber es wäre natürlich auch gut gewesen, wenn die AfD-Oberen da einfach mal auch ein bisschen transparent mal erzählen, den Leuten erzählen, was los ist. Ich kann es jetzt ja auch nur aus der Ferne beurteilen. Aber ja, so wie ich es beurteile, so wird es jeder beurteilen. So stellt es sich dem Bürger dar. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.